Vielleicht sogar entscheidender Punkt könnte nämlich sein, wie werden die Wähler mobilisiert? Bekommen wir mehr Wählerinnen und Wähler an die Wahlurnen als bei der letzten Landtagswahl? Und da ist es eben wichtig, vor allen Dingen junge Wähler anzusprechen. Und man merkt, dass der Internetwahlkampf professionalisiert wurde. Im Vergleich zu den vergangenen Auftritten, Online-Auftritten der Parteien, sieht man da jetzt deutlich professionellere Angebote. Das erfolgreichste davon war sicherlich das CDU-Wahlvideo von David McAllister. Und mit seiner doppelten Staatsbürgerschaft haben wir eben im Beitrag schon kurz gehört. Er ist schottischer Abstammung. Da hören wir dann auch kräftige schottische Töne in seinem Wahlvideo. Das ist eins, das schon mehr als 120.000 Mal abgerufen wurde. So machen wir das. Hier bei uns in Niedersachsen. So machen wir das. Standfest und erwachsen. Bist du eine linke Sprotte? Leg dich niemals mit uns an. Unser Häuptling ist ein Schotte. Und wir sind ein starker Clan. Niedersachsen ist uns wichtig. Und auf eins ist stets Verlass. Was wir tun, das tun wir richtig. Für unser Land. So, so machen wir das. Ja, auf diesen Spot gab es aber auch heftige Kritik im Netz. Schluss mit dem Gedudel hieß da zum Beispiel eine. Inhaltlich hat sich die Partei Die Grünen vor allen Dingen mit den politischen Aussagen von David McAllister auseinandergesetzt. Auch da, sie sieht übrigens David McAllister als Marionette, auch da schottische Töne. Herr Ministerpräsident, was sagen Sie zur Endlagerung des Atommülls? Was ist mit Abschiebungen in Niedersachsen? Und bei der Landwirtschaft? Was sagen Sie zur Massentierhaltung? Studiengebühren? Und die Wolf-Affäre? Wechseln wirkt. Mach's möglich. Ein wichtiger Trend, und da kann man schon sagen, Obama lässt grüßen, denn der hat das im US-Wahlkampf schon 2008 und dann auch 2012 sehr kräftig genutzt und sehr kräftig damit eingenommen, ist die Finanzierung via Internet. Die Parteien rufen auf ihren Homepages ganz offensiv auf und sagen, finanziert uns doch den Wahlkampf mit, denn Wahlkampf ist teuer. Die SPD macht das gleich an drei Stellen auf ihrer Internet-Homepage, die SPD Niedersachsen. Und die FDP, sie fordert sogar ihre Interessenten auf und sagt, schickt uns doch eine SMS. Und per SMS, also via Handy eine SMS, eine Kurznachricht losgeschickt, löst auch gleich eine 10-Euro-Spende für die Partei im Wahlkampf aus. Mal gucken, wir werden nachher die Zahlen hören, ob es was genutzt hat vielleicht. Die Linke, auch sie hat es sehr prominent platziert auf ihrer Seite. Das kann man hier gleich sehen, gleich oben rechts als erstes Online-Spenden, sehr prominent platziert, um eben so mehr Geld einzunehmen. Denn die Wahlkämpfe werden auch, zum Beispiel, weil die Medien ja immer mehr Anforderungen stellen, immer teurer. Und wenn wir dabei sind, wie man technische Mittel neu einsetzen kann, dann hat Stefan Weil, der Spitzenkandidat der SPD, etwas angeboten. Man kann sich nämlich eine Weil-App auf sein Smartphone laden oder auf sein Tablet, so eins wie hier. Und wenn man dann draußen auf der Straße unterwegs ist und ein Wahlplakat von Stefan Weil sieht, passiert Folgendes. Eine Gesichtserkennungssoftware erkennt, aha, Wahlplakat von Weil und Hallo. Fängt an Schön, zu sprechen. Dass du dich für mein Plakat interessierst. Die Studiengebühren sind ein Symbol für eine rückständige Bildungspolitik. Also, Sie sehen, hier werden Marketingwege miteinander verknüpft. Eine App haben übrigens auch die Piraten im Angebot. Und sie nutzen eine App, um Inklusion als Thema auch zu setzen. Denn sie bieten für Menschen mit Behinderungen ihr Wahlprogramm als App, als Hörbuch an. Und überhaupt, dass man Menschen mit Behinderungen in den Fokus nimmt und den Wahlkampf auch darauf ausrichtet, gibt es mehrere Beispiele. Stefan Weil von der SPD hat mit Gebärdendolmetschern auch gearbeitet. Und die Grünen machen es wie folgt. Dort wird das Wahlprogramm per Gebärdendolmetschung präsentiert. Platz für alle. Für eine inklusive Gesellschaft und Teilhabe, gegen Ausgrenzung und Barrieren. Finanzen neu ordnen, Steuern gerecht verteilen und wichtige Strukturen erhalten. Mach's möglich. Am 20.01. Zweitstimme Grün.
Soweit erste Eindrücke, wie die Parteien sich im Netz aufgestellt haben.